So Leute, es wird gleich mal wieder Zeit für ein Update-Video hier zum Bitcoin-Kurs und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ja, seit meinem letzten Video ist nicht viel mehr passiert als das, was wir erwartet haben. Bitcoin hat eine Rejection von unserem 0618er Fibonacci-Retracement-Level und unserem ansteigenden Widerstand, den wir auf dem 4-Hourly als auch auf dem Daily-Timeframe finden können, bekommen. Und da muss man natürlich sagen, wollen wir uns doch jetzt direkt mal auf den kleineren Timeframes alles ein bisschen genauer anschauen, um festzustellen, ob wir jetzt davon ausgehen müssen, dass wir jetzt erstmal wieder eine Korrektur in den Bereich von 18.800 bis 19.000 Dollar erleben werden, wo sich dann natürlich die nächsten Schritte für den Kursverlauf entscheiden werden. Ansonsten werden wir uns auch noch ein paar sehr interessante On-Chain-Daten anschauen, denn Leute, ich möchte euch natürlich wie in jedem Video ein bisschen daran erinnern, dass der Boden nicht desto trotz so gut wie erreicht ist oder nun bereits drinnen ist und wir natürlich aus deshalbiger Sicht ganz, ganz klar einen Unterschied machen müssen zwischen unserem HODL-Portfolio und unserer aktuellen Trading-Strategie. Ansonsten Leute, wie immer würde es mich natürlich jetzt freuen, wenn ihr diesem Video hier mal einen Daumen nach oben geben würdet. Vergesst natürlich nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren, die kleine Glocke zu aktivieren. Und Leute, schreibt mir natürlich auch gerne mal einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Video in die Kommentare. Ihr könnt es sehen, ich bin nicht in gewohnter Umgebung. Aus diesem Grund, Leute, nicht wundern, falls die Audioqualität vielleicht aktuell nicht allzu perfekt ist. Aber ich denke mal, das wird euch sowieso nicht allzu sehr stören. Lasst uns jetzt nicht großartig rumreden, sondern direkt mal in die Charts springen. Naja, wie ich euch eben schon gesagt habe, Bitcoin wird weiterhin vom 0618er Fibonacci Retracement Level und unserem ansteigenden Widerstand hier auf dem Daily Timeframe rejected. Wir haben ja bereits im letzten Video darüber geredet, dass es mehr als möglich ist, dass wir tatsächlich ein M-Pattern formen, ja, was natürlich mehr oder weniger auch ein Double Top ist, ja, und wir damit natürlich ein potenziell sehr bearishes Breakout sehen könnten, was uns dann potenziell unter die 19.700 Dollar wieder befördert. Wenn wir uns aber jetzt einfach mal ganz kurz, natürlich, wir sehen hier gerade schon, Leute, wir brechen nach unten aus. Wir sehen hier eine Rejection vom ehemaligen Support, der zu Widerstand geworden ist. Sollten wir unter die 20.150 Dollar fallen, Leute, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass auch dieses doppelte Top hier bestätigt wird. Und somit haben wir dann natürlich definitiv erstmal wieder ein Preistarget von den unteren 19.000 Dollar. Das heißt, diese würden wir dann definitiv erreichen im Laufe dieser Woche. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das für den Kurs? Was erleben wir dann vor allen Dingen auf dem Weekly Timeframe? Denn fürs Erste haben wir jetzt ja tatsächlich mal, wie man sehen kann, unsere Wochenkerze relativ bullisch geschlossen. Und zwar weit über unserem ansteigenden Widerstand hier auf dem Weekly Timeframe. Und was wir da natürlich jetzt definitiv sehen wollen, ist, dass dieser jetzt als Support bestätigt wird. Ihr könnt sehen, 19.700 Dollar. Das heißt, wenn wir etwas sehen und einen Dump erleben, wollen wir natürlich unbedingt sehen, dass wir in den nächsten 3 Tagen und 16 Stunden dann aber auch umgehend wieder aufgekauft werden. Das heißt, der Preis darf auf gar keinen Fall, auch wenn wir dieses bearische Breakout erleben, darf auf gar keinen Fall dann unter den 19.700 Dollar bleiben. Wir wollen dann definitiv sehen, dass wir ein relativ schnelles Reversal sehen und somit natürlich dann diese aktuelle Wochenkerze, die in 3 Tagen und 16 Stunden schließt, über dem 19.700 Dollar beenden. Denn ansonsten wäre das Ganze natürlich hier einfach nur ein Fakeout, wäre dann offensichtlich wahrscheinlich sogar Market-Manipulation gewesen, um nochmal so viele Long-Positionen wie möglich im Markt dann zu trappen, das heißt in den Markt reinzulocken sozusagen, bevor wir dann eben hier aus diesem mehr oder weniger auch Broadening Wedge eben dann einen Breakout nach unten erleben und die finale Kapitulation sehen, die weiterhin möglich ist im Kryptomarkt. Warum ist diese Kapitulation weiterhin möglich, auch wenn sie mittlerweile immer unwahrscheinlicher wird? Natürlich, Leute, ist es so, wir haben verschiedene On-Chain-Daten, alle davon. Eigentlich aktuell, wir können es auch mal wieder beim Realized Price erkennen, Leute, wir befinden uns unterm Realized Price. Das ist normalerweise eine Sache, die nur für relativ kurze Zeit passiert. Wir können sehen, in der Vergangenheit 10 Monate darunter, 5,5 Monate darunter, jetzt aktuell insgesamt knapp 3 Monate darunter, aber auch nur, weil wir eben diesen kleinen Pump in der Mitte gesehen haben. Ansonsten befinden wir uns hier auch schon wieder seit fast 5 Monaten unter dem Realized Price. Das heißt, on-chain-datenmäßig spricht alles dafür, ja, dass wir jetzt relativ zeitnah den Boden auch erreichen werden. Auch hier der Meyer Multiply und der Realized Price. Den Realized Price haben wir uns ja eben schon angeschaut, aber wir können immer sehen, dass wenn der Meyer Multiple unter unseren Realized Price fällt, wir dann normalerweise nur einen ganz kurzen Wick unter diesem Meyer Multiply sehen und dann eben relativ schnell ein Reversal sehen. Genau das haben wir auch schon gesehen. Wir haben schon den Wick darunter gesehen. Wir haben schon ein bisschen das Ganze als Support angetestet. Man muss sagen, aber auch hier ein finaler Wick nach unten definitiv noch möglich. Eine gute Sache, die wir jetzt auch aktuell sehen, die ein bisschen eher dafür sprechen würde, dass der Boden jetzt bereits drin ist. Wir können sehen, dass die 10 größten Exchange-Wallet-Adressen tatsächlich aktuell einfach seitwärts gehen. Das heißt,
Die Exchanges, es ist ganz offensichtlich, dass nicht viele Ethereum auf Exchanges deposited werden. Ansonsten würden diese größten Adressen höchstwahrscheinlich weiterhin wachsen. Ja, wie man das beim Merge auch gesehen hat, da haben wir nochmal ein bisschen einen Peak gesehen, ja, wo die Leute dann eben waren, okay, vielleicht müssen wir doch nochmal abverkaufen, vielleicht ist das Ganze hier ein Sell-the-Event sozusagen. Aber was wir seitdem sehen, ist, dass die Top 10 Non-Exchange Addresses, ja, das heißt, irgendwelche privaten Wallets, Hedgefonds, wie auch immer, dass diese wirklich immer mehr Ethereum akkumulieren. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass viele Leute kein Interesse haben, ihr Ethereum auf Exchanges zu haben, um die potenziell abzuverkaufen, aber private Spot-Wallets eben oder die Top 10 privaten Spot-Wallets weiterhin jetzt Ethereum akkumulieren. Und das ist natürlich auch eine Sache, die ich euch die ganze Zeit mit auf den Weg geben will. Egal, was wir hier jetzt aktuell auf den kleinen Timeframes machen, ja, auch wenn wir hier potenziell Short-Hedge-Positionen eröffnen, sobald wir das 20.100-Dollar-Level nach unten durchbrechen und so weiter und so fort. Abgesehen davon, Leute, ist es nun mal einfach so, dass für Ethereum gilt dasselbe natürlich. Wir hatten hier einen Rising Wedge, sind daraus jetzt nach unten ausgebrochen. Preisziel vom Rising Wedge, theoretisch das 1.300-Dollar-Level. Das würden wir aber auch nur erreichen, wenn Bitcoin erneut in die unteren 19.000-Dollar-Level geht, wenn wir jetzt aus dem doppelten Top oder dem M-Pattern erfolgreich nach unten ausbrechen. Da muss man ganz klar sagen, auch wenn wir vielleicht eine kleine Short-Hedge-Position eröffnen, Leute, oder ähnliches, denkt einfach daran, das HODL-Portfolio, es sind jetzt alles Preise, alles unter 20.000 Dollar pro Bitcoin, ist für mich persönlich zumindest, natürlich hier keine Finanzberatung, für mich persönlich ein definitiver Einstiegs- und Kaufspunkt. Ich werde diese Level darunter, werde ich versuchen, so viele Ethereum und Bitcoin wie möglich zu akkumulieren, solange Bitcoin unter diesen 20.000 Dollar bleibt. Denn selbst wenn wir nochmal die finale Kapitulation zu 14.000 bis 16.000 Dollar gehen, super, dann ist es einfach nochmal eine große Opportunity für Swing-Long-Positionen. Dann ist es nochmal eine Opportunity, die restlichen möglichen Funds, die ich auf der Seite habe, in Kryptowährungen zu schieben. Und das war's auch, ja. Und wenn diese Kapitulation nicht kommt, dann möchte ich definitiv nicht die Person sein, die nichts akkumuliert hat unter dem Realized Price, unter den ganzen Preisleveln, die uns ganz, ganz klar, wie auch in den ganzen anderen Bullen- und Bärenmärkten, eben signalisiert haben, dass der Boden jetzt erreicht ist. Und aus dem Grund, Leute, HODL-Portfolio akkumuliere ich persönlich. Bin trotzdem, was Trading auf der Trading-Seite angeht, bin ich weiterhin bereit, Short-Hedge-Positionen zu eröffnen und erst im Bereich von 16.000 bis 14.000 Dollar würde ich meine Narrative komplett switchen und alles auf Long stellen. Also keine Short-Hedge-Positionen mehr, nur noch Swing-Long-Positionen und nur noch kaufen. Das ist das, was ich aktuell im Auge behalte, vorhabe, aber darüber halte ich euch sowieso up-to-date hier auf diesem Kanal. Das heißt, wie gesagt, abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Ich weiß, aktuell im Bärenmarkt und bei dieser niedrigen Volatilität lade ich nicht jeden Tag ein Video hoch. Das ist aber aktuell auch überhaupt nicht nötig, solange ihr alle da draußen natürlich sicherstellt, dass ihr mitbekommt, wenn ich mein nächstes Video hochlade. Aus diesem Grund vielen Dank für eure Unterstützung. Danke fürs Abonnieren, die Glocke aktivieren. Und jetzt, Leute, Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar schreiben. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Ciao. Ciao.